Hallo zusammen, hier ist wieder euer kleiner Streamkeks. Heute kommt der zweite Teil über MCS, na, in Verbindung mit unserem kristallenen Wolf. Ja, schauen wir mal, was unser Schalalamane jetzt so weiter noch zu sagen hat. Ich werde nur noch diesen Teil machen, schauen, wie weit ich komme mit seinem Video hier. Aber starten wir doch mal durch. Dass Menschen, die dieses Problem haben, wenn sie es erkennen, im Handwerk, wo mit solchen Sachen gearbeitet wird, keine Ausbildung machen können, nicht arbeiten können, in der Pflege. Das ist ein wenig falsch. Das erkläre ich dann gleich, wenn er hier soweit mit seinem Vortrag fertig ist. Verpiss dich. In solchen Bereichen, wo Ethanol, Alkohol und andere Desinfektionssachen vielleicht auch Düfte am Wirken sind. So, jetzt wollen wir hier mal wieder den Erklärbär spielen für unseren Kristallinnen. Lieber Herr Kristallwolf, wenn ich jetzt im Handwerk arbeite und dort feststelle, oh, ne, ich bin da und dagegen allergisch, da reagiere ich drauf, da möchte ich Ihnen mal ein kleines Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel ein Maurer bin, der Sichtmauerwerk herstellt, dieses dann später abgesäuert werden muss, das heißt also mit Chemikalien abgewaschen, ja, damit Mörtelreste und so weiter verschwinden. Und ich stelle fest, bei dieser Arbeit, ja, bei dem Absäuern, stelle ich fest, ups, ja, meine Haut und alles Mögliche reagiert drauf. Ich kann das nicht, dann teile ich das dementsprechend meinem Arbeitgeber mit. No? Da macht es auch dann eben auch ein anderer Kollege. Dann wird dieser Arbeitgeber sich mit einem Arbeitsmediziner zusammensetzen, no? Und fragen, hier, wie sieht's aus? No? Ich habe hier einen Mitarbeiter, der allergisch auf XY reagiert, nachdem es nachgewiesen wurde. Was kann ich tun? Und dann wird der Arbeitsmediziner ihm dementsprechende Ratschläge geben, dann werden die ausprobiert. Wenn sie funktionieren, kann dieser Mensch immer noch in seinem Job arbeiten. Nur er wird dann zwar keine Wände mehr absäuern oder ähnliche Arbeiten verrichten, aber er kann dann immer noch als Maurer arbeiten. Und selbst wenn es bei einem Lehrling auftritt, dann kann der immer noch weiterarbeiten. Es sei denn, es treten so viele Allergien auf, also so viele Auslöser von Allergien auf, dass man dann tatsächlich sagen muss, in Ordnung, du kannst als Maurer nicht mehr arbeiten, aber du bist jetzt, sagen wir mal, 10 Jahre bereits in deinem Beruf. Was hältst du davon, wenn du, ja, eine Weiterbildung machst, eine zweite Ausbildung machst als Polier? Also Lösungen gibt es immer. Man muss nicht gleich sich zu Hause hinsetzen und sagen, nee, ich reagiere darauf, deshalb bleibe ich jetzt erstmal 30 Jahre zu Hause und ruhe mich auf mein Krankheitsbild aus. Das muss man nicht tun. Weil für die meisten allergischen Reaktionen gibt es tatsächlich Behandlungsmethoden dagegen. Bei Neurodermitis muss man erstmal die Behandlung herausfinden. Ne, gebe ich offen und ehrlich zu, wir haben im Bekanntenkreis ein, zwei Leute, die Neurodermitis haben. Bei einem, da wissen wir es ganz genau, wenn wir den ein bisschen doller ärgern, sagen wir es mal so rum, sagen wir es mal ganz salopp, dann passiert eins, dann kriegt er sofort einen Neurodermitis-Ausbruch. Ne, da kann man quasi zuschauen. Deshalb vermeidet er eigentlich, in Diskussionen reinzugehen oder sich aufzuregen. Möglichkeiten gibt es ganz, ganz viele, ne? Ob das jetzt eine Umschulung ist, eine Weiterbildung ist oder sonst irgendetwas, um dann, ne, dort rauszukommen. Man muss nicht 30 Jahre zu Hause sitzen.
wollte das mal machen, ein soziales Jahr. Und wie ich das dann erzählt habe, und die mir sagten, ja, wenn das und das und das da genutzt wird, wie reagieren Sie das? Da würde ich sagen, ja, da würde ich am liebsten das Fenster aufreißen oder rückwärts wieder rausgehen. Und da sagten die mir, tja, wir würden Sie sehr gerne annehmen, aber bei dem, was Sie sagen, wird das nichts. Und da sagte ich, das habe ich befürchtet. Und dann hatte sich das auch erledigt. Und das war 2000. Das war nach 2013, das weiß ich noch. Genau dasselbe wie im Büro. Druckerfarbe, Fettstifte, all dieses ganze Zeug. Mehrere Drucker, haufenweise Stifte. Vergiss es. Frische Druckerfarbe, vergiss es. Im ärztlichen Bereich. Desinfektionsmittel, vergiss es. Also sind Sie auch gegen Alkohol allergisch, oder wie soll man das verstehen? Denn diese Desinfektionsmittel sind eigentlich relativ pH-neutral. Ne? Also ich nehme an, Sie wissen, was pH-neutral bedeutet. Daher greifen diese also nicht unbedingt die Haut oder den Körper an. Ne? Vielleicht ist es ja doch etwas Neurologisches bei Ihnen. Nun lassen Sie sich doch mal testen. Ganz einfach. Ausgehen, vergiss es. Kino, das letzte Mal, wie ich da drin war, das war einige Male, da war ich echt froh, dass mich in der Kinovorhalle keiner erstunken hat. Es sind ein paar Düfte an mir vorbeigeflogen, dachte ich, Gott sei Dank. Jemand hat mich zum Geburtstag. Düfte oder Chemikalien fliegen nicht an einem vorbei. Wenn Sie einmal in diesem Raum drin sind, dann bleiben Sie dort drin. Und zwar für eine ziemlich lange Zeit. Vom Prinzip her haben Sie sich wahrscheinlich an dem Tag über diese Düfte gerade nicht aufgeregt. Und daher kam keine Reaktion zustande. Das ist zumindest meine Annahme. In ein Lokal mit reingenommen, da hatte ich schon tierischen Schiss, weil das Lokal halb voll war. Ich dachte, oh Scheiße. Schwein gehabt. Hat mich kaum belastet. Ganz gering war das. Wenn er Ja, aber auch das ist ein Hinweis, ne, dass Sie nicht unbedingt direkt auf die Chemikalien anspringen, ne, und allergisch reagieren, sondern dass das eher so ein, ich möchte mal sagen, Kombination von diesen Chemikalien oder Gerüchen ist und Ihrem seelischen Zustand zu dem Zeitpunkt. Aber na gut. Ich bin kein Arzt, ich kann Ihnen nur, wie gesagt, immer wieder empfehlen, lassen Sie sich mal richtig durchchecken. So, hören wir uns noch mal ein bisschen weiter an. Wenn hier ein und dasselbe kommt, dann werde ich mal ein bisschen vorspulen, also mein Video stoppen und dann ein bisschen vorspulen. stärker gewesen wäre, hätte ich gesagt, riechst du das auch? Ich muss hier raus, sonst liege ich gleich daneben. Kino, kann man froh sein. Okay, ich stoppe hier mal und werde auch mein Mal kurz stoppen und ein bisschen vorspulen, bis mal wieder was eine interessante Aussage kommt. Okay, der Herr Kristallmensch hier haut eine seltsame Aussage raus nach der anderen, so dass ich ja quasi kaum vorspulen kann. Hören wir uns noch weiter an. Schwein gehabt. Hat mich kaum belastet. Ganz gering war das. Wenn er stärker gewesen wäre, hätte ich gesagt, riechst du das auch? Ich muss hier raus, sonst liege ich gleich daneben. Weil es stellt sich immer weiter heraus, dass es bei unserem Herrn Kristallner wahrscheinlich tatsächlich nur um eine Geruchssensibilität geht. Und da sagt übrigens, lieber Herr Kristallmensch, auch dieser Professor, dass das psychosomatisch sein kann, oder auch neurologisch. Das sagt genau der Mensch, den Sie hier ständig zitieren. Also, ich kann mich wiederholen. Lassen Sie sich in der Richtung bitte mal durchchecken. Kino, kann man froh sein?
Ich sag mal so, wenn jemand furzt, dann puste ich, dann ist das erträglich, aber wenn jemand einen vollstinkt mit irgendwelchen Düften, dann hat sich der Kinobesuch für mich erledigt. Ja, wie gesagt, ne, es sind Düfte, ne, es sind keine Chemikalien bei Ihnen wahrscheinlich. Oder vielleicht eine kleine Kombi, ne, wie ich schon gesagt hatte. Ganz einfach mal durchchecken lassen. Das ist genau das gleiche in Restaurants, wenn da jemand stinkt. Und dadurch weiß ich heute sehr gut, warum ich immer wie besoffen in Lokalen war. Ganz einfach. Es gibt viele MCS-Betroffene, also hochsensible. Was heißt hier betroffen? Es gibt immer noch eine gewisse Anzahl, wie ich auch mal zuletzt in einer Gruppe in Facebook war. Diese Leute nennt man betroffen. Wenn sie dementsprechend allergisch reagieren, dann sind sie von einer Allergie betroffen. Ja, dann gehören sie mit zu diesem Kreis von MCS, ne, wenn sie auf Umweltgifte oder auf ihre Umwelt dementsprechend reagieren. MCS ist nichts weiter als ein Sammelbegriff. Das sagen übrigens alle Umweltwissenschaftler. Ne, auch dieser Professor, den Sie hier benennen. MCS ist nichts Besonderes, auf das man sich ausruhen kann. Nur diejenigen, die da irgendwie mitgeleitet haben und einige Mitglieder völlig unbelehrbar waren, die auch bockig und zickig reagiert haben, die MCS immer noch als eine Erkrankung betiteln, was ganz einfach falsch ist. Auch Was ganz einfach richtig ist. Ne, was soll das denn sonst sein? Ein Wunder? Oder eine besondere Kraft, das ist nun einmal eine Erkrankung. Ne, sowas kann man auch nicht wegdiskutieren. Weil wenn es keine Erkrankung wäre, würde sich kein Arzt damit beschäftigen oder kein Wissenschaftler. Ne, wenn es eine tolle, ganz tolle Kraft wäre. Ne, oder von meinem Kumpel Schwarzen Wolke, also schwarzen Magie. Ne, in sie hinein projiziert wurde. Ne, das ist Quatsch. Es ist eine Krankheit. Es sind verschiedene Krankheitsbilder. das Fernsehen ist so blöd. Bestimmte Berichte, ja, eine seltene Krankheit, was völliger Quatsch ist. Es wird dann zur Erkrankung, wie ich sagte, wenn diese Stoffe im Körper drin bleiben. Wie das bei Stoffe bleiben grundsätzlich nicht im Körper drin, sondern werden aus dem Körper herausgeschwemmt. Gift und Fremdstoffe. Ja, weil wir haben nämlich die Leber, ja, solange man da die in Ordnung ist, ist nun mal ein Filterorgan. Ja, und er filtert Fremdstoffe und Chemikalien und bösartige Stoffe ganz einfach aus dem Körper heraus. Bei einem dauert es länger, beim anderen nicht so lange. Aber das Ding funktioniert so. Vielleicht mal ein bisschen mit Biologie befassen, bevor Sie hier solche seltsamen Aussagen ins Netz feuern, ne, welche ich schon wieder ganz simpel und einfach, wenn jemand das sieht, als gefährlich ansehe. Ne? Es geht hier schon wieder los, dass Sie hier wieder Ihre ganz gefährliche Meinung rausfeuern. Welche aber nur Ihre Meinung ist. auch lange Zeit war. Und es gibt Menschen, die so extrem empfindlich sind, wenn Dünstungen im PVC-Boden sind, Dünstungen in renovierten Wohnungen. Ich hatte 2019 eine Wohnung besichtigt, die war renoviert. Ich musste die Fenster aufreißen. Es gibt bestimmte Farben und Tapeten nach einigen Wochen. Wenn Sie doch wissen, dass Sie auf bestimmte Farben und bestimmte Chemikalien reagieren, dann suchen Sie sich doch einen Altbau, der vor 1960 gebaut wurde. Ne? Also zwischen 1950 und 1960. Dort wurden ja zumindest unsere modernen Chemikalien nicht eingesetzt.
Dort wurde tatsächlich noch ganz, ganz viel mit Natur gearbeitet, mit Naturstoffen gearbeitet. Nur da gibt es dann auch verschiedene Putze, die nur Chemikalien und auch die Baustoffe, quasi null Chemikalien, null Gerüche haben. Und dann reißen sie dort die neuen Belege raus, bis sie halt ja aus Purholz kommen, lassen das abschleifen, reißen die Tapeten von den Wänden, nehmen dort ja nein, Quark. Quarkfaser. Knallen die an die Wand. Die riecht ein bisschen, ne? So ungefähr 2 Wochen. Danach kommen da aber keine Gerüche mehr raus, mehr Chemikalien schon gar nicht, weil da, ne, gar keine Chemikalien in dieser Farbe drin sind. Und schon haben sie die Angriffsfläche, ich sage mal, von Chemikalien und Gerüchen um fast 98% gesenkt. Da müssen Sie sich halt einen Altbau suchen, in den Sie einziehen. Wenn man sowas weiß, dann reagiert man entsprechend, ne? Vor allen Dingen macht man dann eins, man hängt vor die Fenster, ich sage mal, ja, kein Stoff dran, ne? Der chemisch behandelt wurde, ne? Oder halt selbst eigentlich eine kleine Chemiefabrik ist, ne? So wie sie es tun. Das tut man dann nicht, ne? Man sieht dann zu, dass alles, was irgendwo Richtung Chemie geht und irgendwo in Richtung Gerüche geht, aus dem Haushalt verschwindet. Aber das werden sie nicht tun, ne? Weil, wie gesagt, ne, über ihr Hemd hat man erst gesprochen, über ihre Halskette genauso. Und das ließe sich bei ihnen in der Wohnung wahrscheinlich endlos fortsetzen. Ist das größtenteils ausgedünstet. Andere Produkte wiederum, auch an Farben, wenn gestrichen wird, dauert das eine halbe Ewigkeit, bis das Zeug aus der Wohnung raus ist. Und damit sind so. Das ist aber nur der Geruch, der dementsprechend länger dauert. Ne? Nicht unbedingt die Ausdünstung der Tapete selbst. Weil, wenn ein, ja, Tapetenkleber, ne, wo kaum, und zwar wirklich kaum Chemikalien drin sind, getrocknet ist, ausgetrocknet ist, der dunstet nicht aus. Ne? Der gibt nichts mehr an die Umwelt raus. Ne? Und wenn ich mir eine Raufasertapete an die Wand mache, die gebleicht wurde und, da dunstet auch nicht wirklich viel raus. Ne? Das funktioniert nicht, was Sie hier erzählen. Solche Wohnungen komplett ungeeignet für Betroffene. Es gibt natürlich. Deshalb sage ich ja, nehmen Sie sich eine Altbauwohnung. Ne? Reißen alles raus, was modern ist, und gehen wieder auf das ganz normale, wie unsere Urgroßeltern schon Farben angerührt haben, ne? Mit Quark. Dann nutzen Sie halt Quarkfarbe. Dann nutzen Sie halt natürliche Stoffe. Ne? Ich sehe da jetzt nicht das Riesenproblem, dass Sie nur in ganz bestimmten Wohnungen rein können. Sie müssten dann nur die Materialien ändern. Nur, Sie müssten halt ein bisschen mehr investieren. Und das könnten Sie auch, wenn Sie dementsprechend sich einen Beruf suchen, in dem Sie arbeiten können. Ne? Es gibt also nicht nur den Beruf Handwerk. Ne? Es gibt dann ganz viele andere Berufe noch, in die man arbeiten könnte. Natürlich ganz extreme, die wirklich total hypo sind, die bei jedem bisschen das Fenster aufreißen müssen. Ja, ne, das sind zum Beispiel Schwangere, die ganz allergisch, die extrem auf Gerüche reagieren. Ne? Das ist aber eine Hormonumstellung. Daher kommt das.
ne, dass Schwangere ganz viel auf Gerüche reagieren. Genauso können Schwangere auch mal eine Neurodermitis kriegen, eine Schwangerschaftsneurodermitis. Ganz, ganz schnell. Ne? Das kommt durch die Umstellung des Körpers. Ne? Im Schnitt sagt man, der Körper stellt sich alle 7 Jahre um. Ne? Und dann stellt sich wiederum die Frage, bei ihm sind es ja halt nur die Gerüche, die sie stören. Ne? Ja, und wie gesagt, ne, das sagt wie gesagt auch dieser Professor, den Sie ständig benennen, das ist dann tatsächlich, das kann psychosomatisch sein, ne, eventuell aber auch neurologisch, das heißt also irgendwo, Ihre Nerven spielen Ihnen da einen Streich. Und dagegen kann man dann tatsächlich auch was tun. Ne, das funktioniert, da kann man da tatsächlich etwas gegen tun. Bei einem Katalog. Auch ich habe das schon mal erlebt, Bücher, selbst wenn sie etwas älter sind, oder Kataloge, wenn ich da nur anfange zu blättern, da stinkt mir sofort die ganze Druckerfarbe entgegen. Und da kann ich dann diese Hypersensiblen verstehen. Dann müssen Sie sich Bücher holen, die halt vor 1900 geschrieben wurden. Und dann ist da in der Druckerfarbe keine Chemie drin. Ne? Ganz simpel und einfach, um es mit Ihrem Wort zu sagen. Das ist dann so. Aber ich sage mal so, heutzutage ist es relativ einfach, sich einen Laptop zu holen für ein paar Euro 30, und dort im Netz zu schauen. Oder wie Sie es machen, über Ihren Fernseher sich zu informieren oder über Filme sich zu informieren. Das tun Sie ja auch. Ne? Und Sie haben ja auch Ihr Smartphone immer griffbereit, ne, damit Sie Filme aufnehmen können. Diese Sachen, dann brauchen Sie keine Kataloge mehr oder Bücher. Ne? Sie können sich alle Bücher, Kataloge und so weiter im Netz per PDF oder ähnlichen Formaten anschauen und ansehen und durchlesen. Ne? Dann hätten Sie doch die Gefahr ebenfalls minimiert. Warum tun Sie das nicht? Duschgel, Haarwäsche, diese Dinge, wo man ganz gewaltig darauf achten muss, dass die möglichst zum Beispiel von Ökotest. Aber auch da drin sind bestimmte Stoffe. Mal kurz was zu Ökotests und diesen ganzen anderen Testsiegeln. Da gibt es eine schöne Reportage, ich weiß jetzt nicht, ARD, ZDF, RTL, ne, wo diese Reportage jetzt gedreht wurde. Da geht es tatsächlich um diese Ökosiegel. Ne, also ich müsste ja das raussuchen, ne, aber ganz einfach mal Ökosiegel-Tests eingeben. Oder Ökosiegel-Dokumentation in Google mal eingeben. Da findet man diese Reportage mit Sicherheit. Das sind Industriesiegel, ne, die auch von der Industrie gefördert werden, ne, finanziert werden. Von der Industrie meistens sogar ins Leben gerufen wurden. Da kann man sich nicht sicher sein, dass da nicht irgendwo Allergene oder sonst was drin sind. Ne? Da muss man dann tatsächlich schon mal schauen, dass man eventuell in die Apotheke geht und sich da freie Sachen holt. Ne? Ob das jetzt Haarwaschmittel ist oder Duschgel oder sonstiges. Ne? Da gibt es tatsächlich Sachen, die nachweislich frei von Allergenen sind. Ne, die hier immer mit ihrem Ökosiegel, wie gesagt, diese ganzen Ökosiegel sind Industriesiegel und werden teilweise von der Industrie finanziert. Ne, vielleicht auch da mal sich zu informieren, wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Habe ich auch einmal erlebt. Linalool zum Beispiel im Duschgel. Es gab eine Situation mal, da ist selbst mir unter der Dusche schlecht geworden von dem Zeug. Das habe ich danach nie wieder benutzt.
Aber es hatte halt das Ökosiegel. Wenn jemand raucht, da bleibt einem die Luft weg. Da möchte man die Leute am liebsten erschlagen. Ich meine, abgesehen davon, dazu kommt ja noch, erst. Genau, abgesehen davon gehe ich jetzt eine rauchen, ne? Weil der schwarze Wolf möchte wieder ein bisschen gefüttert werden. Und ich weiß, es ist nicht gut. Ne? Das weiß ich. Ne? Es ist nicht gesund, ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, der schwarze Wolf möchte wieder ein bisschen gefüttert werden. Also bis gleich. So, dann wollen wir uns mal weiter anhören, was der Kristallner hier noch alles so Schönes zu sagen hat. Dass man als Hochsensibler merkt, Halt. dass das Zeug pures Gift ist, dass man beim ersten Zug schon anfängt zu husten. Aber seitdem ich spätestens ab 2009 meine Ernährung in eine natürliche, vollwertige regeneriert habe, sage ich mal. Diese Ausdrücke benutzen Sie sehr, sehr oft. Allerdings, Sie benutzen diese Ausdrücke mit regenerative Ernährung und natürliche Ernährung in Verbindung mit Fertiggerichten. In ganz vielen Ihrer Videos zumindest. Fertiggerichte sind nicht unbedingt natürlich. Es gibt auf ZDF History ja, einen Koch, der diese Fertigprodukte, die wir tagtäglich zu uns nehmen, oder auch andere Produkte, mal die aus der Industrie kommen, unter die Lupe. Ne? Und wenn man sich diesen Koch tatsächlich mal anschaut, wird einem echt übel. Ne? Da ist nichts. Da ist nicht viel natürlich. Da ist ganz viel natürliches Wasser drin, ja. Ne, ganz viel natürlichen Zucker oder Zuckerersatzstoffe. Aber ansonsten ist da nichts viel Natürliches drin. Ich habe alles an künstlichen Fetten und Eiweißen rausgeschmissen. Sprich, Milch, Sahne, was ja noch einigermaßen natürlich sein kann, bis auf den mickrigen Fettgehalt. Das ist natürlich. Jetzt werden Sie hier gleich ankommen. Ne? Sie essen keine Butter mehr, weil unnatürlich. Oder auch keine Margarine, weil völlig unnatürlich. Sicherlich alles, was industriell hergestellt wird, da sind gewisse Stoffe drin, damit sie überhaupt industriell hergestellt werden. Ne? Aber Sie könnten genauso gut zu einem Bauern gehen, der Kühe hat. Ne? Weil in Niedersachsen gibt es noch genug Bauern, die Kühe halten. Ne? Da gibt es auch Ökobauern, die dementsprechend Kühe halten. Da gibt es auch ganz viele Landwirte, die dementsprechend ganz viel natürlich anbauen. Da könnten sie sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Also, oder sich das 49-Euro-Ticket holen und dann erstmal herausfinden, ne, wo ist denn der richtige Ökobauer oder der richtige Ökolandwirt, der tatsächlich alles noch natürlich und ohne Chemie anbaut. Auch wenn vom Nachbarn trotzdem Chemie auf die Pflanzen kommen. Ne? Das würde funktionieren. Ne? Deshalb braucht man jetzt hier nicht ankommen von wegen, ich esse keine Butter mehr und ich esse keine Margarine mehr. Das ist dann einfach nur Geschwurbel, also das sind einfach nur Falschaussagen, ne, die ich dann tatsächlich auch für gefährlich ansehe. Margarine, Butter, die bei Ökotest eine reichliche Klatsche gekriegt haben, die meisten Produkte. Und bei allen Produkten, zum Beispiel Fertigprodukten, darauf zu achten, dass es möglichst natürliche Inhalte hat und nicht irgendwelches Streckzeug, künstliche Fette und so weiter. Alles, was irgendwo Fertiggerichte sind, ist industriell hergestellt.
Entschuldigung, um etwas industriell herzustellen, muss ich die Beschaffenheit meines ursprünglichen Stoffes, den ich nutze, ne, ob das jetzt Kartoffeln sind oder sonst irgendwie, so verändern, dass sie in meinen Maschinen, mit denen ich etwas industriell herstellen will, zu verarbeiten sind. Ne, ich muss sie verändern. Egal auf welche Art und Weise. Ob das jetzt, ja, ganz viel Wasser ist, ne, was ich nehmen muss, um, sag ich mal, mein Kartoffelpüree, ne, durch die Maschine zu kriegen. Ne, weil irgendwie muss ich das Zeug strecken. Gut, dann ist es halt Wasser, aber es ist 90% Wasser dann. Ne? Und diese restlichen 10% sind dann quasi nur noch der Kartoffelpüree, der rauskommt. Ne? Dann ist da halt alles Mögliche drin. Ne? Ob das jetzt Kartoffeln sind oder ob das jetzt tatsächlich nur die Kartoffelstärke ist, die hinten rauskommt, oder ob die Kartoffelstärke so weit runter reduziert wird, damit sie mir nicht meine Düsen verklebt. Ne? Dann ist da quasi überhaupt nichts mehr drin. Alles, was Fertiggerichte sind, die wurden vorher bereits schon mal gekocht, ne? Dann mache ich die noch mal warm und dann ist da nichts mehr drin, was irgendwo nur noch annähernd natürlich ist. Ne? Das ist natürlich meine Ansicht, ne? Und die Ansicht von einigen Ernährungswissenschaftlern. Aber bitte holen Sie sich doch ganz einfach Ihre Produkte vom Bauern. Wo ist das Problem? Sie leben in Niedersachsen. Sie leben auch noch in einer Gegend, wo es genug Leute gibt, genug Bauern, genug Landwirte, die tatsächlich auch auf die ökologische Schiene aufgesprungen sind. Ne, die auch noch irgendwo auf ihrem Bauernhof, ja, einen Bauernladen haben, ne, einen Hofladen, ne, wo sie ihre eigenen Produkte verkaufen. Gehen Sie doch da mal hin und nicht dieses industriell gefertigte. Ne, das hat nichts, dieses die Industrieprodukte haben nichts mit Öko zu tun. Auch Übersäuerung, die ich hatte. Und dann regeneriert sich das so stark, dass man, sage ich mal, bei bestimmten Daher sehen sie auch so gesund aus, weil sich das alles so stark regeneriert. Also, Sie selbst müssen doch eigentlich, schauen Sie doch mal selbst Ihre Videos an. Wenn ich mir dieses Bild hier zum Beispiel anschaue, ne, ich sehe da kaum noch einen Unterschied zwischen Ihrem Hintergrund, diesem gelb-weißlichen, und Ihrem Gesicht, Ihrer Gesichtsfarbe. Also das ist dann schon nicht mehr gesund. Tut mir leid, aber da muss ich Ihnen also das dementsprechend absprechen, dass Sie sich gesund ernähren. Stiften, da gab es mehrere, die ich bei einem Dufttest mal serviert bekommen habe, 5 bis 10 unterschiedliche Zutaten rausriechen konnte. Da hat sie mich zum Spaß einmal gefragt, ja, und was ist das? Sag ich, frag mich nicht nach dem Zeug, was es ist. Ich kann ja nur sagen, wie viel es ist. Einige wenige kann ich rausriechen und selbst wenn ich dann mich darauf konzentriere, dann macht es das Ganze nur noch schlimmer. Und angefangen hat dieser Mist in den 80er Jahren, da war ich in der Gesamtschule. Diese scheiß Duftstifte, die Duftbäume, das ganze Zeug, wo dieser Markt angefangen hat. Ich war nicht der Einzige. Das eine ist, dieser Duft, der uns verführen soll, der uns süchtig machen soll. Und das haben ein Düfte machen einen süchtig? Das ist jetzt eine gewagte Theorie, möchte ich es mal bezeichnen, ganz harmlos. Eine sehr gewagte Theorie, eine gefährliche Theorie. auch ganz deutlich angesprochen, was für eine Unverschämtheit das eigentlich ist, Schülern das zu verkaufen, anzubieten. Das eine ist, dass es Sucht bewirkt. Wo bewirkt das denn Sucht? Also wir können gerne mal die Suchtkataloge durchgehen. Ne? Alles, was so Sucht bewirken kann. Können wir gerne mal machen. Das würde aber extrem den Rahmen dieses Videos sprengen. Das können wir gerne mal machen, Herr Kristallmensch. Ne?
Nur, ich verstehe jetzt Ihre Argumentation nicht so ganz, ne? Von wegen, das dürfte süchtig machen. Ja, das verstehe ich nicht. Da kann ich Ihnen also nicht mehr so wirklich folgen, ne? Sorry. Dass es einen krank macht. Die Menschen, die werden davon benommen und andere kriegen tierische Kopfschmerzen. Sie werden davon benommen. Ne? Sie dürfen nicht immer von sich auf andere schließen. Ne? Alles, was Ihnen nicht gut tut, heißt noch lange nicht, dass es anderen nicht gut tut. Ne? Also dieses narzisstische Denken. Ne? Alles, was ich mache, das ist richtig und alles, was ich tue und sage, ist richtig und alles, was andere tun und sagen, ist falsch. Dieses narzisstische Denken sollten Sie vielleicht mal ablegen. Hatte ich teilweise auch. Und das waren unterschiedliche Düfte. Und dieses Zeug existiert bis heute. Was schlicht und ergreifend ein Verbrechen ist. Es ist kein Verbrechen, ne, weil Düfte, wie Sie sie nennen, existieren schon, ja, seit dem späten Mittelalter, ne, zum Übergang der Renaissance und tralala. Selbst da hat man sich bereits mit Düften beschäftigt, ne, selbst im alten Ägypten hatte man bereits verschiedenste Düfte, verschiedenste Schminken und. Alles, was Sie hier gerade beschreiben, hatte man da schon. Also das war erst nicht von 1980, sondern das war schon sehr viel früher. Also Ihre Argumentation von wegen, von 1980 an hat das erst begonnen, ist schon mal falsch. Vielleicht. Ich denke, Sie sind so ein Mensch, der genau weiß, was im alten Ägypten gelaufen ist. Ne, dann müssten Sie eigentlich auch wissen, dass dort bereits Düfte und so weiter existiert haben. Ne, und genauso in ganz viele indigene Völker benutzen Düfte, verschiedenste Düfte. Ne, und auch verschiedenste Sachen, um sich zu schminken und so weiter. Das alles hat nichts damit zu tun, dass das 1980 erst aufgekommen ist. Ne, vielleicht vorher mal informieren, bevor man so etwas hier ins Netz feuert. Ja, und mit diesen Sachen werden wir dann spätestens, wenn wir die Wohnung verlassen und wenn wir einkaufen gehen, ständig konfrontiert. Und wie Professor Ionesco vollkommen richtig sagte, wir können diesen Stoffen nicht allen aus dem Weg gehen. Das geht ganz einfach nicht. Genau, ne, weil auch ganz viele dieser Stoffe in der Natur vorkommen. Ne, das sagt er auch immer wieder. Ne, deshalb nennt man das auch Umweltunverträglichkeit. Ne, davon spricht dieser Mensch auch. Ne, dass es viele Menschen gibt, die eine gewisse Umweltunverträglichkeit haben. Ne, und dadurch krank werden. Man sollte dann tatsächlich herausfinden, ne, und zwar auf allen diagnostischen Wegen herauszufinden, Mensch, woran liegt das denn jetzt? Das sagt dieser Mensch auch immer. Ne, und zwar wirklich auf allen diagnostischen Wegen. Ne, ob das jetzt Blutuntersuchungen sind, ob das jetzt eine Röntgenuntersuchung ist, also irgendwas Bildgebendes, irgendeine bildgebende Untersuchung ist. Oder aber auch eine neurologische, psychologische Untersuchung ist. Man sollte tatsächlich alle Wege gehen, um herauszufinden, was ist das und wie kann ich dagegen vorgehen. Ne, aber sich hier ins Netz zu setzen und zu sagen, pass mal auf, ich habe MCS, was, wie gesagt, ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene allergische Reaktionen ist oder allergische Krankheiten ist. Und sich dann hier hinzusetzen und zu sagen, ich habe MCS, ist einfach nur blöd, um es mal harmlos auszudrücken.
Es sei denn, dass man irgendwo auf dem Land wohnt. Richtig auf dem Land. Er sagt, es sind über 7 Millionen chemische Stoffe. Das ist unmöglich, diesen aus dem Wege zu gehen. Ja, und davon sind ganz viele natürliche chemische Stoffe, die es in Pflanzen gibt, die es im Erdboden gibt, die es eigentlich überall gibt. Deshalb kann man denen, auch wenn man aufs Land zieht, nicht wirklich aus dem Weg gehen. Nur wenn man gegen ganz bestimmte Stoffe allergisch reagiert und diese auf dem Land weniger existieren, dann kann man, ne, eine Verbesserung feststellen, wenn man aufs Land zieht, hey, mir geht's besser, weil diese industriell gefertigten Chemikalien und Gemische dort weniger existieren oder auch nur in ihrer natürlichen Form existieren, auf das ich nicht reagiere. Und genau das ist die Kernaussage, die er gemacht hat. Und nicht von wegen, mir geht's schlecht, ja, dann ziehe ich mal aufs Land. Das ist Quatsch. Weil wenn die Chemikalie oder der Reizstoff auf dem Land auch existieren, dann kann ich sonst wohin ziehen. Das nützt mir nichts. Und da ist dann natürlich die Frage, wie man in dieser Welt dann lebt. Wenn ich einkaufen gehe, da bin ich froh, wenn zum Beispiel eine Drogerie oder in einem Geschäft, wo ich dann in das Regal gehe, wo Waschmittel, Duschmittel, Reiniger, da denke ich mir, ich gehe möglichst schnell durch, nicht dass ich durchflitze, aber möglichst innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute ganz schnell durchgucke und währenddessen fange ich schon an zu husten. Durch diese Granate oder wirklich Bombe an unterschiedlichsten Stoffen. Nennen Sie es doch mal beim Namen. Es sind die Düfte. Ne? Es sind die Düfte, die Sie stören. Ne? Sie sind halt gegen Düfte hypersensibel. Ne? Oder halt sensibel. Sie reagieren sensibel auf Düfte. Ne? So wie, ja, so manche schwangere Frau. Vielleicht ist es ja bei Ihnen tatsächlich. Ich kann es nur immer wiederholen, etwas Neurologisches, dass sie daran hindert, ein normales Leben zu führen. Ne? Um es mal salopp zu sagen. Dass ich mein Produkt begreife und möglichst da verschwinde. Denn wenn dort nicht gut gelüftet werden würde, dann wäre es uns unmöglich, ohne eine entsprechende Schutzmaske. Sie sprechen hier schon wieder, dann wäre es uns unmöglich. Ihnen ist es dann unmöglich, dort reinzugehen. Das hat nichts mit der Gemeinschaft zu tun. Ne? Weil ganz viele, die unter den Sammelbegriff MCS fallen, gibt es auch, die sich nicht auf Düfte, ne, die nicht auf Düfte reagieren. Die reagieren tatsächlich auf den einzelnen Stoff. Und die können meistens gar nicht eine Drogerie betreten. Weil in der gesamten Drogerie dieser Stoff ausdünstet und dort vorhanden ist. Die können gar keine Drogerie betreten. Also sprechen Sie hier bitte nicht von uns. Sprechen Sie von sich, Ihren Erfahrungen und dann ist das okay. Aber verallgemeinern Sie das bitte nicht. Einkaufen zu gehen. Das geht ganz einfach nicht an. Und naja, besonders kritisch wird es dann bei Abgasen. Was glaubt ihr wohl, was das für ein Empfinden ist in einer Stadt, wenn es so richtig schön nach Abgasen stinkt? Dann frage ich mich allerdings, weshalb Sie in einer Stadt leben. Ne, wenn der Geruch von Abgasen Sie bereits so extrem belastet. Warum leben Sie dann in einer Stadt? Fragezeichen. Können Sie mir das beantworten?
oder leben sie tatsächlich auf dem Land? Ich weiß, ne, wenn ich jetzt von Salzgitter ausgehe, Salzgitter sind ganz viele kleine, mittlere und größere Ortschaften, die sich ja zu Salzgitter halt quasi zusammengeschlossen haben. Da weiß ich natürlich nicht, wenn sie dort wohnen, ob sie dort, ne, vielleicht sogar in einem kleineren Dorf leben. Aber dann, es gibt auch noch viel, viel abgelegene Orte. Ne, dann ziehe ich halt dorthin. Aber so wie sich das immer bei Ihnen anhört, werden Sie wahrscheinlich Lebenstedt oder ne, in irgendeinem Industrieort leben. Ne, weil Sie kommen ja überall per Fahrrad hin. Ne, oder zu Fuß. Ne, das betonen Sie ja auch immer wieder. Dann ziehen Sie doch irgendwo hin, wo es zum Beispiel Salzgitter-Ringelheim. Ne, dort haben Sie so gut wie keinerlei Abgase, weil dort verirrt sich so schnell niemand hin. Wäre eine Möglichkeit. Es gab so einige Sommer oder viele Sommer, da hätte ich am liebsten die Luft angehalten auf dem Fahrrad. Das ist ja so, umso dicker die Luft ist, umso schlimmer und auch wenn es umso kälter ist und die Luft dann, naja, mehr oder weniger gereinigt wird, dann stinkt das natürlich auch gigantisch. Sie vergleichen hier Birnen mit Äpfeln. Ne? Im Winter ist die Luftbelastung, sage ich es mal, sehr viel geringer. Das ist vollkommen richtig, weil dort die Luft zum Erdboden gedrückt wird. Ne? Warme Luft. Unten, ne? Warme Luft steigt nach oben, kalte drückt nach unten. Die Belastung am Erdboden ist jedoch sehr viel höher. Ne? Oder auch in den obersten Luftschichten. Bitte, ne, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle, kurz in die Kommentare schreiben. Aber ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ne, weil Sie sagen ja hier selber, die Luft ist so oder so dick. Das ist nicht so ganz richtig. Wie viele es weltweit gibt, keine Ahnung. In Deutschland weiß ich es auch nicht. Die Tatsache ist, Ab hier möchte ich mich fragen, was Sie überhaupt wissen, wenn Sie sich tatsächlich damit auch beschäftigen. Ne, für mich hört sich das so an, als wenn Sie sich damit gar nicht beschäftigen würden. zum einen ist MCS Ein Sammelbegriff. Ne, zum einen ist das ein Sammelbegriff für ganz, ganz viele verschiedene Allergien, die auf Chemikalien zurückzugreifen sind. Ne, wo man halt sehr sensibel auf Chemikalien reagiert. Ne? Weil, wenn Sie sich auch mal die Webseite von diesem CMS, ich möchte das mal so sagen, Vereinigung durchlesen, werden Sie auch feststellen, dass selbst diese Vereinigung, möchte ich es bezeichnen, sagt, nicht jede Allergie ist genau wie die andere. Ne, deshalb ist CMS oder MCS ganz simpel und einfach nur eine Vereinigung, ne, ein Sammelbegriff. Ne, wie bei uns hier in Deutschland Umweltunverträglichkeit, ein Sammelbegriff für wirklich fast alle oder ne, ich möchte sogar behaupten, für alle Allergien ist. Ne? Es ist ein Sammelbegriff, ein Sammelbecken. Ne? Weil selbst wenn man sagt, ich habe, um mal auf eine andere Krankheit zu sprechen zu kommen, ich habe, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Störung mit der Durchblutung. Ne?
dann ist das ebenfalls, ne, Durchblutungsstörung eigentlich ein Sammelbegriff. Weil jede Durchblutungsstörung hat andere Ursachen, ne, und kommt von wo ganz anders her. Ne, ist genau das gleiche wie MCS. Ne, es ist ein Oberbegriff. Ne, und dann gibt es ganz viele Unterbegriffe noch. Ne, ganz viele Unterkategorien. Ne, genauso wie es halt, wenn ich sage, ich habe eine Umweltunverträglichkeit, es ganz viele Unterbegriffe gibt. Ne? Sie können nicht immer alles in einen Topf werfen. Das funktioniert im realen Leben nicht. Ne? Das geht ganz einfach. 2009 bei uns anerkannt. Wahnsinn. Nein, MCS ist als Krankheit nicht anerkannt. Alles andere, was drunter fällt, unter MCS, ist anerkannt, ganz klar. Ne? Aber MCS, ne, wird als Krankheitsbild, wenn wir es mal so nehmen, MCS, Komma, die und die Allergie gegen die und die chemischen Stoffe. Das ist anerkannt. MCS, der Sammelbegriff, ja, der ist auch anerkannt, klar. Aber, mein Lieber, es ist ganz einfach so, es ist ein Sammelbegriff, ne, der bei uns in Deutschland auch schon immer existiert hat. Nur eben die Begrifflichkeit, also der Inhalt von dem, was es bedeutet, ist der gleiche wie Umweltunverträglichkeit. Nur, dass man da halt nicht unbedingt hundertprozentig auf die Chemie geht, sondern auf die gesamte Umwelt. Aber immer noch gibt es Webseiten, die mal gelöscht werden sollten. Ja, wie Ihre zum Beispiel, die Sie ja nicht löschen können, ne, weil ja, Sie halt keine Erfahrung haben und auch das Wissen Ihnen fehlt, wie Sie diese löschen. Ja, ist nicht bewiesen, ob das wirklich so ist. Immer derselbe Schwachsinn. Wie das Ionesco ja selber in einem Video mal sagte oder in mehreren. Bin ich psychisch krank oder ist das wirklich nur Umweltbelastung? Es gibt immer noch Ärzte. Genau, das sagt er. Ne? Bin ich psychisch krank oder neurologisch krank oder ist es tatsächlich eine Umweltbelastung? Diese Frage stellt er sich und diese Frage beantwortet er auch. Es ist nämlich oder es kann sowohl als auch sein oder aber es kann körperlich sein. Das heißt also tatsächlich, mein Körper wird durch die Umwelt belastet. Oder aber mein Nervensystem, also das Neurologische, wird durch die Umwelt belastet. Oder aber meine Psyche durch irgendwelche Vorkommnisse wird jetzt neuerdings durch die Umwelt belastet. Das, genau das sagt er. Aber das haben die anscheinend, Sie persönlich haben das anscheinend noch nicht so ganz begriffen. Die das als, ja, die das überhaupt nicht ernst nehmen. Die sollte man wirklich mal in ein Studium stecken, damit sie nicht mehr so einen Mist von sich geben. Aber Sie selbst sagen doch, alle, die studiert haben, wären dumm. Und jetzt sollen plötzlich alle studieren? Sehr seltsame Aussage. Und dann gibt es Leute, die beraten nur und wie ich das erste Mal in einer Klinik in Nordfriesland angerufen hatte, da sagten die ja mehr eine Beratung, wie man am besten damit umgeht, weil Menschen, die hypersensibel sind oder hochsensibel, die kriegen dann wirklich psychische Probleme, die wissen nicht, wie sie damit leben sollen und die brauchen dann Beratung. Bei mir war das nicht so. Für mich war Nein, Sie sind natürlich was ganz Besonderes, ne? Sie sind natürlich ganz außergewöhnlich. Das ist mir klar. Ne? Und genau deshalb reagiere ich auf Sie, weil Sie so besonders sind. viel mehr entscheidend. Wie kriege ich den Körper
so gut immunisiert, dass ich am besten damit leben kann? Die Antwort ist eine vollwertige, passende, entgiftende Ernährung. Die Antwort ist natürlich nur teilweise richtig, ne, wie ganz viele von unseren kristallinen Aussagen. Es kommt halt auf die Stoffe an, auf die ich reagiere. Ne, und nicht unbedingt. So, ich esse jetzt hier eine Banane und somit bin ich immunisiert. Quatsch. Das Schlimme an dem Ganzen war, als ich das spätestens 2009 gelesen habe, ich weiß noch, dass es 2009 war, dachte ich mir, Scheiße. Ich meine, Ja, 2009 haben Sie den ersten Artikel darüber gelesen und seitdem haben Sie es. Ganz simpel und einfach. Seitdem sind Sie davon überzeugt, MCS zu haben. So, nur weil man irgendwann 2009 einen Artikel liest, heißt das noch lange nicht, dass man auch diese Krankheit hat. Und ich wiederhole es nochmal, ja, es ist eine Krankheit. Nur zwar ein Sammelbegriff von ganz vielen Krankheiten, aber eine Krankheit. seit längerer Zeit ist mein Berufsleben sowieso im Arsch. Oder besser gesagt, Erwerbstätigenleben. Mein Berufsleben, das war schon Anfang der 90er Jahre am Arsch. Spätestens wie ich irgendwo beim Gerüstbau jemandem das erzählt habe, sagten die, würden sie gerne anstellen. Gute Voraussetzungen, auch Fachbrief im Metall. Ein Fachbrief. Das heißt, Sie haben also eine theorieverminderte Ausbildung gemacht. Kein Gesellenbrief, sondern ein Fachbrief. Sie sind Facharbeiter. Oder wie soll ich das jetzt? Ne, weil ich kenne diesen Ausdruck auch. Ne? Aber ich kenne diesen Ausdruck leider nur in Verbindung mit einer, ja, theorieverminderten Ausbildung. Deshalb frage ich, ne, könnten Sie mich da vielleicht nochmal aufklären? Ne, das wäre super, ne? Vielleicht die Begrifflichkeit Fachbrief mal auseinandersetzen. Aber dem, was du mir hier erzählst, dass du dann schwankst und benommen bist, ich habe keinen Bock drauf, dass du mir vom Gerüst segelst. Da sagte ich, Ja, das darauf ist hat die auch erste niemand Lust. vernünftige Aussage und Unterhaltung, die ich, was das betrifft, erlebe. Menschenskinders, dieser Mensch, ne, dieser Personaler oder Chef oder Abteilungsleiter oder was weiß ich, was das war, der möchte ganz einfach nicht das Risiko eingehen, dass du vom Gerüst fällst. Ne, und dann, es ist nun mal ein gefährlicher Job. So, das heißt aber nicht, dass du nicht für andere Jobs oder dass sie nicht für andere Jobs geeignet wären. Ne, das heißt also nicht, dass sie zwangsläufig 30 Jahre oder über 30 Jahre zu Hause sitzen müssen. Das heißt es nicht. Scheißspiel, aber okay, verstehe ich. Und dann sagte ich ihm auch, dann hat sich das bei mir endgültig erledigt. Ich sagte, wieso? Ganz einfach. Ich habe einiges an Bewerbungen rausgehauen. Das waren wir damals bestimmt noch 30. 30 Bewerbungen. Ich weiß nicht, wie viele Berufsbilder es innerhalb Deutschlands gibt. Aber ganz ehrlich, es werden über 30 sein. Und da wird es mit Sicherheit Berufsbilder geben, wo auch Sie drin arbeiten können. No? Also Sie sind definitiv nicht erwerbsunfähig. Wenn man sich tatsächlich mal die Seite des Umweltbundesamtes, die ich ja im letzten Video schon gezeigt hatte, mal anschaut oder aber auch das Ärzteblatt sich anschaut oder Apothekenrundschau oder mal tatsächlich in die Berufsverbände sich begibt, die ebenfalls über MCS Artikel drin haben oder auch mal in die Rentenkasse sich reinschaut. MCS wird dort immer nur als Sammelbegriff. Ne? Egal, wo drin es ist ein Sammelbegriff. Ne? Da
Der wird nur als Sammelbegriff genutzt. Es gibt verschiedene Berufsgruppen, Berufszweige, wo es null Chemie gibt. Oder sagen wir es mal so, ganz geringen Anteil an Chemie gibt, wo auch Sie drin arbeiten könnten. No? Deshalb wird der Sammelbegriff MCS auch niemals zu einer Erwerbsunfähigkeitsrente führen. No? Genauso wenig wie der Begriff Umweltunverträglichkeit zu einer hundertprozentigen Erwerbsunfähigkeit führen wird. Zu einer Berufsunfähigkeit, ja. Ne, das spreche ich niemandem ab. Ne, das sagt auch ganz eindeutig sämtliche Rentenkassen, ne, oder auch die Berufsverbände sagen, jawohl. Ne, wenn du halt als Bäcker aufs Mehl reagierst, ja, dann kannst du den Beruf des Bäckers nicht mehr ausüben. Ne, weil das halt ein Grundstoff ist, mit dem man umgeht. Das heißt aber nicht, dass dieser Bäcker nicht irgendwo in die Industrie gehen kann, um dort Großmaschinen zu bedienen. Ne? Er sitzt da in seinem Kämmerlein, hat einen Monitor vor sich, ne, und bedient diese Riesenmaschinen. Das kann er dann seltsamerweise, obwohl auch in diesen Maschinen Mehl verarbeitet wird. Das geht. Ne? Seine Erfahrungen werden gebraucht, seine Erfahrung als Bäcker. Ne? Und gleichzeitig ist diese Unverträglichkeit quasi zu 90% ausgeschlossen. Ne? Schon seltsam. Ne? Dass er halt dann weiterarbeiten kann. Und ich möchte tatsächlich behaupten, das trifft auf Sie auch zu, dass Sie ohne weiteres in anderen Berufszweigen, in anderen Abteilungen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, arbeiten können. Aber nö, Sie sagen sich ganz einfach, wozu denn? Ne? Es ist doch viel schöner, wenn ich jetzt hier sitze, mein Handy anmache und irgendwelchen Dünnpfiff ins Netz feuere. Und dann wundern Sie sich, dass Leute auf Sie reagieren. Es tut mir leid, aber ich habe dafür absolut kein Verständnis. Die wenigsten haben geantwortet. Ich habe einfach die Schnauze voll. Jetzt ist Schicht. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Jetzt reicht's. Ah, hier kommt die Aussage. Ich mache gar nichts mehr. Es reicht mir. Ich habe 30 Bewerbungen geschrieben in 30 Jahren und das muss dann Feierabend sein. Oh mein Gott, was ist das für ein Mensch? Ne, also, wenn das hier irgendjemand hört, der kurz vor seinem Berufsleben steht, der wird doch abgeschreckt. Es tut mir leid. Ne, der wird völlig verwirrt. Oh Mann. Also ich muss erstmal die Ursachen dieses Problems finden. Jemanden, der das diagnostiziert. Ich dachte vielleicht entgiften. Ja, und das hat sich dann bis 2009 verzögert. Und als ich das gelesen habe, da wusste ich, meine erwerbstätigen Karriere hat damit einen Kopfschuss gekriegt. Das ist einfach nur eine falsche Aussage. Ne? Etwas selbst diagnostizieren ist schwierig. Ne? Das ist wirklich sehr schwierig. Ne? Für einen Menschen wie Sie quasi unmöglich. Und dann Behauptungen rauszuhauen, ne? Ich werde nie mehr arbeiten. Dass dann Menschen ankommen und sagen, ja, du willst ja gar nicht mehr, das wundert sie dann? Das wundert sie tatsächlich? Und das habe ich dann auch entsprechend in meiner Familie. Und da wurde, ja, was soll denn aus dir werden? Da sagte ich, ja, beruflich höchstens per Internet, aber persönlich
Was hatten ein Kontostand, ein Beruf mit mir selber zu tun? Er macht glücklich. Ne? Ansonsten würden ganz viele Leute morgens nicht aus dem Hause gehen. Ne? Dann würde ich auch mich nicht morgens um 3:30 aus dem Bett wühlen, um dann um 4:30, 5 zur Arbeit zu gehen, wenn mir das Ganze nicht ein gewisses Wohlbehagen bereiten würde. Ne? Auf irgendeiner Ebene. Dann würde ich das auch nicht tun. Ne? Es macht einen, ja, man tut etwas für andere. Ne? Man ist in einer Gemeinschaft. Ne? Man arbeitet mit anderen Leuten zusammen. Man arbeitet für andere Leute. Man tut etwas. Man tut etwas für eine Gemeinschaft. Ne? Der Mensch ist nun mal ein Rudeltier. Ne? Ein Gemeinschaftswesen. Ne? Was ganz viel für sich und die Gemeinschaft tut. Weil die Gemeinschaft tut ja auch etwas für mich. Ne? So wie die Gemeinschaft ihr Leben finanziert. Ne, sie leben in einem Land, auf das sie ständig rummeckern und rumhacken, was ihnen aber ihr Leben finanziert. Ne, und das bis zu ihrem Tod wird die Gemeinschaft sie finanzieren. Obwohl sie niemals, vielleicht ein paar Jahre, in diese Gemeinschaft etwas investiert haben. Trotz all dem und trotz ihren schrulligen, dummen Aussagen wird diese Gemeinschaft sie bis zu ihrem Lebensende finanzieren. Vielleicht mal darüber nachdenken. Gar nichts. Ich selbst, wer das ist, wer ihr alle als MCS-Menschen seid, das ist entscheidend. Diese Gesellschaft ist in der Riesenverantwortung, euch ernst zu nehmen, dieses Land, diese Regierung, besser gesagt diese Republik. Und es wird, was das betrifft, gar nichts gemacht. Das ist falsch. Nur weil Sie gewisse Angebote nicht annehmen, heißt es nicht, dass die Gemeinschaft nichts tut. Nur in Ihrer Welt tut die Gemeinschaft wahrscheinlich nichts für Sie, weil die Gemeinschaft nicht auf Sie als Einzelnen fixiert ist. Nö, das sind wir auch nicht. Nur, wie gesagt, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und wenn es um Umweltverträglichkeiten geht, dann tut diese Gemeinschaft schon etwas. Ne? Weil ansonsten, wenn Sie, wie Sie ja immer sagen, die USA ist ja solch ein tolles Land, ne, und alle gehen in die USA, wenn Sie dort leben, Entschuldigung, leben würden, dann würden Sie fast gar nicht unterstützt, ne, was das Finanzielle angeht. Sowohl für ihren Unterhalt würden sie kaum unterstützt und schon gar nicht, um irgendwelche Krankheiten zu bekämpfen. Da müssten sie selbst ran, und zwar das Ganze selbst finanzieren. Man würde sie auslachen in den USA und in manch anderen Ländern, wenn sie sagen, jawohl, ich gehe jetzt zum Arzt, ne, da brauche ich ja nichts zu bezahlen. Hey, das ist in Europa, in vielen Ländern Europas nicht der Fall, dass man da bezahlen muss. Ne? Man bekommt eine Grundversorgung. Ne? Die wird Ihnen ja auch zugesichert. Auch wenn Sie nichts, aber wirklich gar nichts der Gemeinschaft beitragen, haben Sie trotzdem ein Anrecht auf eine Grundversorgung. Ich würde mal darüber nachdenken. Ne? Ich würde echt mal drüber nachdenken, was ich hier so alles rausfeuere. Das Gesundheitsministerium, was ich darüber lese, in der Seite ECBI, ist vernichtend.
Oh ja, in der Seite Eckbi. Ich würde die Seite jetzt nicht unbedingt als wie sage ich es jetzt, ohne irgendwo beleidigt zu werden? Als Referenz würde ich diese Seite jetzt nicht unbedingt hier nennen. No? Würde ich nicht. Da wäre dann schon eher, ja, die Seite der EU, ne, über unser Gesundheitssystem wäre da schon der richtige Ansprechpartner, ne, weil die berichten ja auch, ne, und bewerten auch das Gesundheitssystem von Deutschland, ne, und von anderen Ländern. Dass wir nicht unbedingt an der Spitze stehen. Vollkommen okay. Dafür kann ich und dafür können Sie jeden Tag zum Arzt gehen. Ohne sich Gedanken machen zu müssen, kann ich mir das leisten. Und das auch noch, wo Sie 30 Jahre nicht gearbeitet haben und nichts gezahlt haben. Ich würde mal sagen, die Republik der blanken Arroganz. Mein Gott, da sieht man doch mal wieder, dass dieser Mensch von nichts eine Ahnung hat. Nichts anderes. Und soweit ich das in Erinnerung habe, das einzige Land, das noch schlimmer ist, oder genauso, ist England. Ach so, die USA, da ist alles toll. Oh Mann, dieser Mensch, wie gesagt, hat von nichts eine Ahnung. Weil es gab mal eine Studie, ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber das sind so einige Jahre, das weiß ich. Da wurde. Verlinken Sie doch mal Ihre Studien unter Ihren Berichten, damit man sich da mal nachlesen kann und diese Studien vielleicht, ich sage mal, zu 90% widerlegen kann. Das wäre super. Es ist irre anstrengend, sich hinzusetzen, 4, 5, 6 oder 10 Stunden, um nachvollziehen zu können, was Sie hier sagen, um zu recherchieren, was sagt dieser Mensch hier. Und dann noch mal 4, 5 Stunden sich hinzusetzen und auf sie zu reagieren. Ich mache es daher, weil es mich nervt, ne? Weil es mich echt aufregt und weil ich es als gefährlich halte, Ihre Aussagen. Gefährlich gegenüber Jugendlichen, gefährlich gegenüber allen, wirklich allen, die irgendwo sich nur informieren wollen. Ne, halte ich Ihre Falschaussagen für gefährlich. Ne, weil es genug Menschen gibt, die sagen, oh ja, Mensch, der hat ja tatsächlich recht. Nein, dieser Mensch hat kein Recht. Prädikat besonders arrogant, Deutschland und England. Ich sag's Es gibt eine Studie über Arroganz. Okay. so. Wenn Leute einen, also Menschen einen nicht ernst nehmen, spätestens dann werden sie wach. Wenn jemand in ihrer Gegenwart bei bestimmten Düften und Tabakrauch reichlich anfängt zu husten, den Menschen die Luft wegbleibt, oder sie ganz einfach umfallen. Und wenn irgendein Schwachkopf von Arzt dann einem wohl noch irgendwelche Chemie gibt. Schwachkopf, sage ich. In dem Fall nicht hinhört und hyposensible, wobei ich dazu dann auch noch sagen würde, Allergiker. Ja, weil es Allergiker sind. Das sind allergische Reaktionen. So, und da gibt es dann für Notfallmediziner in diesem Fall, ne, den Sie da beschrieben haben, ganz bestimmte Notfallmedikamente für Allergiker, gegen allergische Reaktionen. Die gibt es und die werden dann auch eingesetzt. Mein lieber Herr Kristall-Oberprinz, ne, oberster Schalalamane, Kampfkunst-Untermeister. Ne, das sind Notfallmedikamente, die werden dann verabreicht. Oh Mann.
Weil es ist nicht nur das Außen, es ist auch das Innen. Nur Schwachkopf teils, teils. Weil es gibt ja Menschen. Also ich schaue mir hier gerade den Oberschwachkopf an, ne? Den Oberschalalamanen Deutschlands. Muss ich ganz einfach mal so sagen. Ist meine Meinung. Weil sie hier nur Halbwahrheiten ins Netz feuern. Ne, selbst in diesem Video. Nur Halbwahrheiten, nur Sachen, die man widerlegen kann. Nichts, was tatsächlich Substanz hat. Nur sie sagen hier nichts, was Substanz hat. Und wenn sie mal einen Satz rausfeuern, der tatsächlich irgendwo hintergründlich etwas hat, widerlegen Sie diesen Satz, indem Sie einen zweiten Satz hinten dran legen, wo Sie dann quasi das Gegenteil behaupten. Sie widerlegen sich hier in Ihrem eigenen Video selbst. Und das ständig. Und wie gesagt, es ist ein leichtes, sich tatsächlich mal hinzusetzen und sich mit dem Oberbegriff MCS oder Umweltunverträglichkeit auseinanderzusetzen. Ist wirklich eine ganz einfache Sache. Und wenn Sie dann auch mal auf die Seite des Arztes gehen, beziehungsweise dessen Klinik gehen, finden Sie dort ganz viele Fachartikel zu diesem Thema. Zu dem Thema Unverträglichkeit, zum Thema Allergien, zum Thema Umweltunverträglichkeit. Ne? Und auch zum Thema Krankheiten. Zum Thema Psychologie sind es ein bisschen wenig, klar, weil der Mensch ist nun mal kein Psychologe. Ne? Aber er stützt seine eigenen Aussagen, ne, wenn es tatsächlich um neurologische und psychologische Themen geht, auf Fachkollegen. Mal nicht nur das aus diesen Videos rausziehen, was Sie meinen, dass das wichtig wäre, sondern auch mal die Hintergründe beleuchten, ne, von den Aussagen, die diese Leute treffen. Ne, vielleicht ist ja diese Aussage gar nicht so, wie Sie sie verstanden haben. Ne, vielleicht tatsächlich mal etwas hinterfragen. Die sind dann einfach so naiv, die haben dann ganz einfach keine Ahnung, was sie da machen. Und da muss man die Menschen einfach aufklären. Genau. Und das tue ich hier. Ne, weil sie keine Ahnung haben. Ich bin auch sozusagen Allergiker, was Medikamente betrifft. Beim letzten Mal eine Zahnwurzelbehandlung. Das war meine eigene Schuld, weil ich die Klappe nicht aufgemacht habe. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Antibiotikum. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt, mir ist schlecht geworden. Dann habe ich die Zahnärztin angerufen und sagte, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich Trottel, ich brauche was anderes. Ich sagte, ich habe Schädel, also Kopfschmerzen, mir ist schlecht von dem Zeug. Ich brauche was für Allergiker. Genau das ist in anderen Bereichen auch. Und auch bei Innerhalb Ihres Videos, und zwar diesen Videos, sagen Sie selber, dass MCS keine Erkrankung, dass MCS keine Erkrankung ist. Eine Allergie ist aber eine Erkrankung. Also was denn jetzt? Ist jetzt MCS eine Erkrankung oder nicht? Lebensmitteln, Früchte oder Gemüse, wenn die mit etwas gespritzt sind, was wir nicht vertragen, auch bei Kartoffeln. Mensch, sagen Sie doch nicht immer wir, was Sie nicht vertragen. Sie als Person. Ne? Verallgemeinern Sie doch nicht immer alles. Blutblasen an den Wänden, innen, die können richtig schön groß werden, dass wir sie aufstechen müssen. Oder sogar unterm Gaumen. Quatsch, unter der Zunge oder an der Zunge. Das ist dann das Zeichen für viel zu viel Chemie oder bestimmte Chemikalien, auf die wir dann allergisch reagieren. Das hat. Das könnte auch eine neurologische Reaktion sein. Ne, weil, wie gesagt, Sie sagen ja immer selber, es ist bei Ihnen noch nicht diagnostiziert. Ne? Alle Tests wurden ja bei Ihnen gemacht, wie Sie gesagt haben.
Bis auf halt diese neurologischen Tests, die sie nicht zulassen wollen. Hat nichts mehr mit Unverträglichkeit zu tun, sondern ganz einfach eine allergische Reaktion auf dieses Zeug. Eine allergische Reaktion ist eine Unverträglichkeit. Was bedeutet denn? Ja, das ist also, selbst da muss man das wohl reichlich unterscheiden. Was ist unverträglich? Was ist allergisch? Ja, dann meistens. Da gibt es keinen Unterschied, Kumpel. Nie. Weil es allergische Reaktionen sind. Und dann vertrage ich es nicht. Das ist eine Unverträglichkeit. Ich habe eine allergische Reaktion auf etwas und dann vertrage ich das logischerweise nicht mehr. Ergo, eine Unverträglichkeit ist nun mal eine Allergie. Ist eine allergische Reaktion. Sorry, wovon sprechen Sie hier schon wieder? So, Pollenallergie. Upsi, wutschi. Aber das macht man ja gut. Es gibt einige, ich weiß gar nicht, welche das sind, ganz wenige Dinge. Da muss ich dann auch komischerweise niesen. Aber das meiste alles, wie es einige Berichte auch bei ProSieben gibt, die Jahre alt sind, wo die Betroffenen auch sagen, dass wenn die einkaufen gehen ohne Schutz, dass es für die lebensgefährlich ist. Aber in dem Fall, wie das Professor Ionesco auch ansprach, kommt Polymorphismus und Mastozytose und ein Oh nein. Sie bringen jetzt hier Krankheiten und Krankheitsbilder mit ein, die klar den einen oder anderen Allergiker tatsächlich betreffen. Ne, die kommen dann quasi auf die Allergie nochmal obendrauf. Diese Krankheitsbilder werden aber nicht zu 90% durch eine Allergie verursacht. Nur das sind Krankheitsbilder, die on top kommen. Ne? Und diese Krankheitsbilder betreffen Sie nicht. Jetzt bitte versuchen Sie doch mal, diesen Herrn Professor zu verstehen und zu begreifen, was er dort sagt. Er sagt ganz einfach und simpel, es ist gefährlich, wenn man Allergiker ist und diese Sachen nochmal on top kommen, weil man nichts gegen seine Allergie zum Beispiel getan hat, weil man die ignoriert hat, jahrelang, dann kann es sein, dass diese Sachen nochmal on top kommen, obendrauf. Nur, dass unser Körper nicht mehr in der Lage ist, gegen diese Allergie zu kämpfen. Versuchen Sie mal zu verstehen, was dieser Professor tatsächlich in seinen ganzen Vorträgen sagt. Ich glaube, Sie haben ganz viele Verständnisprobleme. bestimmtes Fieber oder Embryose. Da gibt es einige Dinge, die dann damit reinkommen. Und das ist dann der Fall einer Erkrankung mit hochsensibel und hyposensibel auf Chemie. Denn Denn sie haben diesen Menschen nicht verstanden. Ganz eindeutig. Nur, sie sprechen hier jetzt schon wieder von Krankheitsbildern und Krankheiten, die von sich selbst schon ein Krankheitsbild haben, eine Krankheit selbst sind, oder aber durch eine andere Krankheit ausgelöst werden und dann auf diese Krankheit on top obendrauf kommen. Sie verstehen anscheinend nicht wirklich, was dieser Professor in dem Beitrag gesagt hat, den Sie gesehen haben. wie das ja auch die, oh Gott, die Charité in Berlin unter anderem geschrieben hatte in ihrer Studie, dass wenn die Mastzellen sich massivst vermehren, was nicht heilbar ist, sondern nur mit Blockern, die zu viel produzierten, gebildeten Mastzellen vernichtet werden. Die werden geblockt. Deshalb Blocker. Das hat nichts mit Vernichtung zu tun.
Aber bei ihnen muss ja immer gleich alles mit Vernichtung und Gewalt zu tun haben. Ich möchte Ihnen etwas absprechen, und zwar jetzt gerade. Ich möchte Ihnen absprechen, dass Sie ein Verständnis dafür haben, für eine ärztliche, dass Sie ein ärztliches Verständnis haben, ne? Oder ein Verständnis, dass Sie überhaupt eine Studie lesen können oder verstehen und begreifen können. Dieses Verständnis möchte ich Ihnen tatsächlich absprechen. Ne? Wenn ich von mir aus, ne, von meiner Person aus ausgehe und von den verschiedenen Krankheitsbildern ausgehe, dann spreche ich da mit verschiedenen Ärzten. Ne, wenn ich eine Studie gelesen habe, Mensch, ne, ich verstehe das so und so, dann gehe ich zu Ärzten und frage nach, hier, pass mal auf, ich habe hier eine ärztliche Studie, ne, die sagt das und das aus. Für mein Dafürhalten sagt die das und das aus. Was sagt die denn jetzt tatsächlich aus? Was würde jetzt ein Arzt daraus lesen? Ne? Ich würde ganz simpel einfach Verständnisfragen stellen und nicht eine Studie lesen und dann sagen, ja, so ist das. Ne? Weil das ist ja meine Meinung. Für fachliche Studien. Ne? Ich könnte Ihnen auch Studien vorlegen, welche Bauchemie oder ne, welcher Baufaktor, welcher Baukörper ist wichtig im Brückenbau. Da könnte ich Ihnen auch Studien vorlegen. Ne, Sie würden dann wahrscheinlich sagen, der Straßenbelag. Ne, und nicht der Pfeiler oder der Anker. Ne, oder die Üko. Da ist viel zu viel Fachliches drin. Da müssen Sie tatsächlich auch Fachleute fragen. Und hier nicht irgendwelche wilden Behauptungen wieder ins Netz feuern, von dem, was Sie als Mensch verstanden haben. Ne? Es ist eine fachliche Studie. Da würde ich dann auch mal einen Fachmann fragen. Dass dadurch der Körper nicht entgiften kann und das schlägt sich nicht nur in das Innere, auch auf das Aussehen der Menschen. Genauso. Ja, das nennt man allergische Reaktion, ne, wenn sie nach außen hin sichtbar sind. Okay, Leute, das kann ich mir jetzt echt nicht mehr antun. Ne, außerdem habe ich hier schon wieder 1,5 Stunden und wir haben bei ihm hier, ach nee, 10 Minuten bräuchten wir noch. Okay, nee, das tue ich mir tatsächlich noch an. Ne, oder ich versuche es zumindest. Polymorphismus. Es gibt auch einen Polymorphismus, der dann ebenfalls eine geistige Behinderung bewirkt. Und Ich denke, wir sprechen hier über allergische Reaktionen, ne? Und nicht über diese On-Top-Krankheiten, ne? Die auftreten können, aber nicht müssen. ja. Es ist für keine betroffene Person angenehm, erfahren zu müssen, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man gar nicht arbeiten kann. So, das ist aber in Ihrem Fall nicht so. Ne? Sie vergleichen sich hier wieder mit Extremfällen, mit ganz, 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 ganz seltenen Fällen, mit 0,00 und hast du nicht gesehen, Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich dadurch nicht mehr arbeiten gehen können oder in ihrem alten Beruf nicht mehr arbeiten können. Das heißt aber nicht, dass diese Personen 100% gewerbsunfähig sind. Es gibt auch eine Teilgewerbsunfähigkeitsrente. Ne? Wenn immer unter den Grundvoraussetzungen, dass eine Diagnose vorliegt. Aber Sie betonen ja auch immer wieder, dass bei Ihnen keine Diagnose vorliegt, ne? Dass nichts diagnostiziert wurde. Man überall draußen, wo man sich bewegt, aufpassen muss, dass man nicht erstunken wird.
Da fällt mir dann immer wieder diese schöne Szene von Mr. Bean ein, wie der in ein Geschäft geht und dann die Parfümabteilung anfängt zu husten und dann nur noch auf dem Teppich unten durchkriecht und sagt, Genau, und das ist eine falsche Darstellung, ne? Weil ganz viele Chemikalien viel schwerer sind als die Luft, ne? Und sich am Boden sammeln. Ne? Wenn tatsächlich Mr. Bean, was übrigens Satire ist, ne? Eine Überziehung. Er hat sich quasi über diese Leute lächerlich gemacht, die auf Düfte reagieren. Da hat er sich drüber lächerlich gemacht. Die hat er aufs Korn genommen in dieser Situation. So geht es uns. Das würde auch mir so gehen. Oder ich. Ja, dann würden sie da unten ersticken, wenn sie tatsächlich auf Chemikalien allergisch reagieren. Würde rückwärts wieder rausrennen. Oder wenn tatsächlich irgendwo eine Abteilung ist, dann würde ich sagen, oh Scheiße. Und dann würde ich wirklich fast schon in Lichtgeschwindigkeit da durchrennen. Na, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Wobei ich zwar nicht in der Lage bin, in Lichtgeschwindigkeit zu rennen, aber ich denke mal, das Speed, den ich da drauf hätte, um durchzurennen oder zu versuchen, drumrum zu laufen, wenn nicht die ganze Abteilung stinkt, das dürfte klar sein. Oder man könnte auch sagen, So, wenn eine Abteilung auf einer Etage Düfte verkauft, dann sind diese Düfte nicht nur in dieser Abteilung, sondern auf der gesamten Ebene. Ne, vor allem die Chemie ist dann tatsächlich auf der gesamten Ebene verteilt. Sicherlich, wenn ich dieser Abteilung näher komme, rieche ich es etwas mehr. Aber die Chemikalien, die Düfte, sind tatsächlich in der Luft. Und zwar in der gesamten Etage. Was erzählen, versuchen Sie uns jetzt hier begreiflich zu machen? bloß kein Feuerzeug anmachen. Oder ich würde rückwärts wieder rausgehen und sagen, scheiß drauf, ich gehe in den nächsten Laden. Das ist genauso, wenn man durch die Stadt geht und da einkaufen muss. Ja? Ein Haufen von Chemie, der einen um die Ohren fliegt. Und das Gute wäre, selbst im Sommer, wenn es windig ist. Das ist genauso, wenn man durch die Stadt geht und da einkaufen muss. Ja? Ein Haufen von Chemie, der einen um die Ohren fliegt. Und das Gute wäre, selbst im Sommer, wenn es windig ist, dann einem natürlich auch, oh, ich bin der Duft, oh, ich bin der Duft. Und du denkst, oh Scheiße, verpiss dich bloß, ey. Das ist so. Das ist vulgär, aber es ist todernst. Und diese Vulgarität soll ganz einfach nur ansprechen, wie es einen nervt. Ja, dann tun Sie etwas dagegen. Ne? Lassen Sie sich von Ärzten helfen. Und zwar von allen Ärzten. Nicht nur von ausgewählten Ärzten, sondern tatsächlich von allen Ärzten. Ne? Nicht nur von Ihrem Hausarzt, vielleicht auch mal von einem Neurologen oder Psychologen, der vielleicht tatsächlich auf die Ursache stößt. Weil das sagt ja der von Ihnen genannte Professor auch, man muss erst einmal die Ursache finden, um dann dortgegen kämpfen zu können. Um Erleichterung zu bringen, wenn man dagegen schon nichts machen kann. Das sagen ganz viele Ärzte. Das sagen auch Berufsverbände. Aber das, ja, ich sag mal so, für mich war es, endlich mal weiß ich, was das ist. Also, wie das Ding genannt wird. Das wissen Sie immer noch nicht. Ne? Auch wenn Sie hier so tun, als wenn Sie hier, ne, wieder mal die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Sie haben etwas gelesen.
und sind jetzt davon überzeugt, jawohl, das ist es. Sie haben es aber nicht hinterfragt, ob es tatsächlich das ist. Also, Sie tun mir leid. Tatsächlich. Ne, ich muss ganz einfach sagen, Sie tun mir leid. Ne, dass Sie null einsichtig sind, null Verständnis haben für das, was Sie lesen, null Verständnis haben für das, was eine Gemeinschaft für Sie tut, null Verständnis haben für irgendetwas, was Sie lesen, sehen. Ne, Sie haben ganz einfach das Lernen nicht gelernt, ne, und die Einsicht, ja, wie es halt bei ganz vielen narzisstischen Wesen ist, bei ganz vielen narzisstischen Menschen ist, sagen sie sich ganz einfach, ich habe Recht und alle anderen nicht. Wenn man solch eine Einstellung hat, dann sollte man aus dem Netz rausbleiben. Ganz einfach. Was mein Problem ist, dass ich Probleme mit Chemie und mit Tabak hatte, das wusste ich die ganze Zeit schon. Aber was genau ist es? Das wusste ich bis 2009 nicht. Das wissen Sie bis heute immer noch nicht. Ne? Und das ist zwar eine Behauptung von mir, aber die habe ich bereits belegt, warum ich diese Behauptung aufstelle. Wie gesagt, im letzten Video, unter dem letzten Video, ne, sind genug Quellen verlinkt. Ja, ich überlege, ob ich die hier drunter auch nochmal alle runtersetze, ne, dass Sie vielleicht, ja, tatsächlich mal auf den Gedanken kommen und das hinterfragen, was Sie hier sagen. Glauben tue ich es nicht, ganz klar, ne, weil Sie sind ja hier, ne, Mr. Allwissend. Sorry, aber nee, nicht so. Und dann die Tatsache, Spitze, gibt es Ärzte dafür, die das diagnostizieren, die das untersuchen? Und dann ist die Frage, ich weiß, das sieht aus wie kleine Bürsten, sind es aber nicht. Die sind gewaltig gestutzt. Sind sie nicht. Ne? Und selbst wenn sie gestutzt haben, dann echt falsch. Ne? Auch für solche Sachen gibt es Fachleute. Und ja, es gibt Ärzte. Und ja, es gibt die Genosemöglichkeiten. Die habe ich Ihnen im letzten Video aufgezeigt. Ja, es gibt Ärzte. Oh. Diagnosen, Verfahren. Was mir einfällt, Konfrontationsdiagnose, das heißt mit den Düften konfrontieren, wie das dann entsprechend richtig diagnostiziert wird, ich habe keine Ahnung. Das erklärt übrigens der Professor auch. In einigen seiner anderen Videos. Beziehungsweise Vorträgen. Das wird tatsächlich auch dort erklärt. Eine Konfrontationsdiagnose sagt nur, dass sie auf Düfte reagieren. Hypersensibel gegenüber Düften sind. Es sagt aber noch nicht aus, den Kern. Ne, ihre Allergie. Ne, man stellt nur fest, okay, der Mensch ist gegenüber eigener Aussage, gegenüber Düften, reagiert er. Mehr sagt diese Diagnose nicht aus. Dann müsste man weiter diagnostizieren, ne, ganz viele andere Diagnosemöglichkeiten noch in Anspruch nehmen, um herauszufinden, wo ist denn der Kern? Ne? Worauf reagieren sie tatsächlich? Und wenn sich herausstellt, jawohl, ne, dieser Mensch reagiert nur auf Düfte, das heißt also, es ist etwas Neurologisches, ne? Weil unsere Geruchsrezeptoren, ne, gehören zu unserer Neurologie, ne, zum Nervensystem. Über Nerven werden nämlich dann die Signale der Rezeptoren weitergeleitet. Und dann könnte man da tatsächlich neurologisch etwas tun.
Nur mal so als kleiner Hinweis. Blutuntersuchungen, das weiß ich, da gibt es auch ganz gezielte Untersuchungen, Verfahren mit Werten. Warum ich das nicht weiß, ganz einfach. Weil ich die ganze Zeit, bis einschließlich heute, gut, ich habe einen Arzt gefunden, aber die Gespräche und Untersuchungen, wenn sie denn dann kommen, sind völlig offen. Aber bei der Beschreibung in der... Das heißt also, Sie meinen wegen offen, dass sie nicht gemacht wurden bei Ihnen. Also sind Sie quasi noch gar nicht diagnostiziert und Ihr Arzt sagt sich ganz einfach, ja, mein lieber Junge, ne, was du mir hier erzählst, alles schön. Webseite und wie ich gefragt hatte, ob das richtig ist, ich musste ja anrufen, dann kann ich echt nur hoffen, dass nicht nur in zwei Bereichen, sondern auch in mehreren Bereichen ich endlich mal jemanden gefunden habe in dem Wohnort, wo ich bin, wo ich echt das Einzige, was ich dann bezahlen muss, ist meine Kraft, um mit dem Fahrrad rumzuradeln. Damit ich endlich mal diese Scheißdiagnose kriege, um sie endlich mal, ja, wie soll ich sagen, dem Jobcenter und der Rentenversicherung vorlegen kann in einem Rentenverfahren Antrag, damit ich diesen ganzen Scheiß endlich mal nachgewiesen habe. Ja, das nennt man Eigenverantwortung. Ne? Man muss es selbst nachweisen. Jetzt frage ich mich persönlich aber, warum Sie jetzt erst damit beginnen? Warum nicht vor 30 Jahren schon? Weil auch vor 30 Jahren gab es diagnostische Verfahren, die ohne weiteres eine Umweltunverträglichkeit hätten nachweisen können. Warum jetzt erst? Sagt das Jobcenter vielleicht, pass mal auf, wenn du es uns jetzt nicht langsam schwarz auf weiß gibst, dann drehen wir dir den Hahn zu? Kommt es vielleicht daher? Warum jetzt erst? Nun, das ist eine Frage, ne, die natürlich nur Sie mir beantworten können. Ne, und deshalb stelle ich sie jetzt hier in meinem Video, weil auf Kommentare, die man ihnen unter ihre Videos schreibt, reagieren sie ja nicht. Leider. Ne, weil diese Frage hatte ich ihnen unter dieses Video gestellt. Ne? Warum jetzt erst? Warum nicht schon vor 30 Jahren? Und da bin ich wirklich mega genervt, auch frustriert gewesen. Ich habe, was weiß ich, wie viele Ärzte da entsprechend angeschrieben, angerufen. Ich denke, was ist denn das für eine Scheiße? Die meisten privat. Da habe ich einige gefragt, wie soll ich denn das bezahlen? Wem soll ich denn das Geld klauen? Ganz simpel und einfach. Ne, man ruft halt keine Arztpraxen an, wo ausdrücklich steht, dass sie nur Privatpatienten nehmen. Ne, die ruft man halt nicht an. Man versucht vielleicht mal mit seinem Hausarzt drüber zu reden. Der empfiehlt einen dann die dementsprechenden Fachärzte. Dann geht man dorthin, spricht mit denen. Ne, lässt die Diagnostik über sich ergehen. Wenn dabei nichts rauskommt, dann empfiehlt dieser Facharzt wieder einen anderen Facharztkollegen. Dann geht man dort nochmal hin. Und so geht das weiter. Ne? Und nicht, Mensch, ich habe hier was selbst diagnostiziert. Ne? Wenn ich mit diesem Spruch schon ankomme, dann verdrehen die Ärzte schon ihre Augen. Ne? Weil Selbstdiagnosen. Ganz schlecht. Man sagt dem Arzt, hier pass mal auf, das und das und das und das habe ich. Ne, ich habe zum Beispiel beim Laufen ständig Schmerzen in den Beinen. Ne, nur mal so als Beispiel. So, dann wird der Arzt sie höchstwahrscheinlich als erstes zu einem Knochenbrecher schicken. Ne, und da wird mal geguckt, wie sieht denn die Wirbelsäule aus. Der stellt fest, alles super. Da ist nichts.
So, dann empfiehlt dieser Mensch Ihnen, Menschenskinders, gehen Sie doch mal vielleicht zu einem Arzt, der sich mit Venen und Durchblutung auskennt. Weil auch schmerzende Beine können durch Durchblutungsstörungen verursacht werden. Dann sagt man, wunderbar, dann geht man dorthin und Tatsache, ju, ne, ich habe eine Durchblutungsstörung. Man kriegt Stents reingesetzt, die diese Durchblutungsstörung beseitigt. Man muss Medikamente nehmen und es geht einem besser. Ursprungsdiagnose von wegen, ne, Rücken oder Knochen oder Gelenke war falsch. Deshalb gibt es Diagnostik, um herauszufinden, wo liegt denn der Kern des Ganzen. Also, ich kann Sie nicht verstehen, warum Sie sich nicht diagnostizieren lassen. Das kann ich nicht begreifen. Ironisch gesehen. Ja, das bezahlt auch keine Kasse, was natürlich Quatsch ist. Viere sind es, nur einer bin ich. Diagnostiken bezahlt jede Krankenkasse. Jede. Und zwar jede Diagnostik. Solange sie wissenschaftlich untermauert ist. No? Aber mal eine ganz andere Frage. Sie haben doch diese Berichte des Professors gesehen, no? Wie Sie selbst sagen, in YouTube, zumindest die Zusammenschnitte. Innerhalb dieser Zusammenschnitte erwähnt er auch seine Spezialklinik. Und diese Spezialklinik ist anerkannt von allen Krankenkassen in Deutschland. Ihnen selbst steht es frei, dorthin zu gehen. Ne, weil in Deutschland gilt die freie Ärztewahl. Warum tun Sie dieses nicht? Einfach mal dorthin gehen, sagen hier, ne, so und so ist es, Termin geben lassen, hingehen, sich durchchecken lassen. Jetzt funktioniert es jetzt mit dem 49-Euro-Ticket. Da geht das. Da können Sie auch mal eben nach Bayern fahren. Das geht. Und schon hätten Sie Ihre Diagnose. Und schon hätten Sie das Ergebnis, hey, Mensch, ich bin zwar berufsunfähig, eventuell, aber nicht erwerbsunfähig. Na, dann hätten wir doch diese Diskussion gar nicht. Sie haben doch diesen Menschen gehört. Warum tun Sie es dann nicht? Warum tun Sie nicht für sich selbst etwas Gutes? Haben Sie eventuell Panik davor, was dabei rauskommen könnte? Das vermute ich mal. Ja, da es der internationale Tag ist. Ich habe leider vergessen, welche der drei das sind, aber ich kann sagen, welche die meine ist. Und für alle, die ebenfalls dort versichert sind. Hey, Glück gehabt, im Lotto gewonnen. Bist versichert dort. Siemens Betriebskrankenkasse. Ganz einfach. Die andere war, glaube ich, irgendwie eine Technikerkasse. Welche weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Technikerkasse gibt, das ist mir auch. Es sind viere und ich hoffe. Ja, Ihnen ist ganz vieles nicht bekannt. Nur weil Sie auch ganz vieles nicht hinterfragen von dem, was Sie hier behaupten. Und wenn Sie tatsächlich mal bei einer angeschlossenen Firma bei Siemens gearbeitet haben, ne, weil Siemens ist eine Betriebskrankenkasse, ursprünglich mal, dann kann ich eins eigentlich nicht verstehen. Wenn Sie dort eine Allergie entwickelt haben, Siemens selber oder auch die Kasse haben Top-Ärzte unter Vertrag. Und zwar wirklich Top-Ärzte unter Vertrag. Auch die Betriebsärzte sind super. Dann frage ich mich allerdings tatsächlich, die hätten Ihnen geholfen. Die hätten Ihnen genau sagen können, was los ist. Möchte ich so behaupten. Wenn Sie bei Siemens oder einer Siemens-nahen Tochtergesellschaft gearbeitet haben, warum haben Sie sich den Tieren einfach versetzen lassen, irgendwo anders hin? Wo die chemischen
wo diese Chemikalien, auf die sie reagieren. Sie sagen ja immer selber, sie sind chemisch hochsensibel. Innerhalb dieses Videos kam ja heraus, sie sind nur geruchssensibel. Ne? Das hat also recht wenig mit Chemie zu tun. Ne? Mit Gerüchen hat das eher was zu tun. Warum haben sie sich dann nicht in eine andere Abteilung versetzen lassen? Vielleicht sogar in ein anderes Tochterunternehmen gegangen. Vielleicht sogar ins Hauptunternehmen gegangen. Und. Wieso haben sie das nicht getan? Sondern sich ganz einfach hingesetzt, ich kann nicht mehr arbeiten. Punkt. Ich bleibe mit dem Arsch zu Hause. Warum? Diese Frage stellt sich mir und die können nur Sie mir beantworten. Warum? Ich werde übrigens das als Kommentar bei Ihnen unter das Video schreiben. Ne, vielleicht beantworten Sie mir diese Frage da. Warum Sie sich dann tatsächlich, wenn Sie tatsächlich bei einem Unternehmen gearbeitet haben, was mit der Siemens-Gruppe zusammenarbeitet, warum haben Sie dort sich nicht versetzen lassen? Warum? Oder weitergebildet? Oder sonst irgendetwas? Sondern sind nach Hause gegangen und haben sich dort 30 Jahre hingesetzt. Warum? Dass das noch aktuell ist, weil wie ich da gefragt habe, das war 2017 oder 2018. Ich habe mehrmals mit meiner Kasse telefoniert. Mein Gott, das liegt auch schon zu lange zurück. Ich hoffe, dass sich das mit den anderen Kassen nicht erledigt hat. Das hoffe ich für euch. Ja, und damit, Und damit beenden wir das Ganze. Nö, das Ganze geht jetzt noch 6 Minuten. es ist nicht immer so, dass, ich sag mal, auch bei älteren Tapeten, wie ich einmal umgezogen bin, das war. Älteren Tapeten ist es so, ne, alle Chemikalien und alle Gerüche und alle Düfte, die jemals in dieser Wohnung waren, ziehen natürlich in die Tapete. Vor allem Gerüche. Und die bekommt man da nicht so schnell wieder raus. Deshalb empfiehlt es sich auch, alle paar Jahre mal neu zu tapezieren oder neu zu streichen. Und wie gesagt, ne, auch Sie können mit Quarkfarbe streichen. Ne? Also das funktioniert. Das geht. Ne? Oder ansonsten mit irgendwelchen Naturfarben. Das geht, das kann man. Das können selbst Sie. 2016 bei älteren Tapeten, nur wenn ich kräftig heizen musste, dann habe ich durch die Luft nachts, durch die Tapeten und durch den Staub vielleicht, durch die Wärme Kopfschmerzen gekriegt. Ach, die Scheiße. Wahrscheinlich haben Sie es mit der Wärme ein bisschen übertrieben. Nur dadurch kriegt man auch Kopfschmerzen. Nur? Mag ja sein. Woran liegt das jetzt genau? Sind das die Tapeten? Ist das Staub? Es muss beides gewesen sein. Dass selbst wenn wir etwas nicht mehr riechen, kann es immer noch Ausdünstungen geben durch das starke Heizen, dass wir dann den Schädel kriegen. Aber nicht bei Uralt-Tapeten, die bereits 20 Jahre an der Wand sind. Da dünstet nichts mehr aus. Zumindest keine Chemikalien. Ne? Weil diese Ausdünstungen, die da rauskommen hätten können, sind schon lange verflogen. Wie gesagt, sie reagieren auf Gerüche. Sie sind geruchssensibel, möchte ich mal sagen. Und wie gesagt, ne, Geruchssensibilität ist tatsächlich etwas Neurologisches, das sagt dieser Professor auch immer wieder. Man muss dann natürlich die Diagnostik über sich ergehen lassen. Und da sind Sie ja nicht so unbedingt der Mensch, der sich gern diagnostizieren lässt. Und bei einem Umzug, wo ich renovieren musste, da habe ich darauf geachtet, dass es möglichst umweltbewusst ist. Und da ist das Gott sei Dank gut gegangen. Also nicht Biofarbe, das konnte man sich gar nicht leisten. Doch, das kann man sich leisten. Ne? Quarkfarbe kann man sich leisten. Das geht. Ne? Oder Farbe aus Steinen, das wär's doch mal. Ne? Weil so mancher Stein ist auch
haben unsere Vorfahren schon zum Anmischen von Farbe verwendet. Ne? Zerstoßen und dann ab an die Wand. Ne? Als Haftmittel dann halt Quark. Ganz simpel, einfach. Ne? Kostet sie quasi fast null. Und ist günstiger als irgendwelche Baumarktzeug. Aber nur mal so als kleinen Hinweis. Ne? Es war gut genug, es ging. Und dann würden wirklich Extreme sagen, oh, du bist doch nicht MCS und dass du da und damit. Es gibt welche, die kapieren es, die wissen es, dass es so ist, dass man darauf achten muss, welche Inhalte in Farben und in anderen Produkten drin sind. Man muss darauf achten. Das merkt man dann auch, ob man auf bestimmte Inhalte reagiert oder nicht. Das merke ich auch. Bei dem Duschgel, das ich habe, habe ich kein Problem mit. Ökotestsiegel und Also über diese ganzen Testsiegel hatte ich ja vorhin schon gesprochen. Naja. gut, Haarspray ist mit das Schlimmste. Boah. Da sage ich nur entweder mach's Fenster auf oder ich bin weg. Nicht. Ja, das ist ja seltsamer, ne? Selbst wenn man das Fenster aufmacht und Haarspray verwendet. Ne? Die Geruchsbelästigung dadurch, dass ich das Fenster aufhabe, wird minimiert, aber die chemische Belastung wird nicht minimiert dadurch. Zumindest nicht so extrem minimiert, dass man nicht mehr darauf reagiert. Ne? Weil diese chemischen Produkte verteilen sich so extrem in der Luft, dass man darauf reagieren würde. Ne? Also hier wieder, ne, eine Untermauerung meiner Aussage, sie reagieren auf Düfte. Also neurologisch. Mal testen lassen. Weg, sondern weg. Das geht gar nicht. Das ist genauso wie Deos. Die sind ja genauso schlimm. Und Parfüms, dieses, ja, die eben. Wie das mit Bioprodukten ist, ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch nicht die geringste Lust, das zu testen. Weil, ja, es kommt dann immer drauf an. Sind das künstlich erzeugte Stoffe? Wenn es künstlich erzeugte Stoffe sind, dann ist es kein Bio mehr. Ne? Weil dann ist es künstlich, nicht biologisch. Sie vermischen hier schon wieder irgendwelche ihrer eigenen Theorien. Ne? Also sie nehmen hier wieder etwas in ihre eigene Welt, ohne darüber nachzudenken, dass es eigentlich Quatsch ist, was sie sagen. Oder? Boah, aus echten ätherischen Ölen chemisch gezeugt. Aber künstlich ist ja nicht das ätherische Öl, sondern versuchen, ein ätherisches Öl zu imitieren. Das ist Ach, wirklich? Faszinierend. Haben Sie noch mehr neue Weisheiten? Menschenskinder, sicherlich ist etwas künstlich, was künstlich erzeugt wird. Und sicherlich Aromen, Gerüche und so weiter. Da wird versucht, das chemisch nachzuvollziehen und chemisch nachzubauen, weil es günstiger ist, als wenn ich einen Rosenduft aus einer Rose extrahiere. Das ist wichtig, ziemlich einfach, irgendwelche anderen Gerüche zusammenzumischen und dann das Endergebnis zu haben, was nach Rosen riecht. Wo wollen Sie darauf hinaus? genau dasselbe bei Esoterikware, mein Gott. Weil es ein Esoterikladen war, das heißt ja so, da hatten die mir damals geholfen, haben mich dann entsprechend auch beraten. Da sagte ich eindeutig, bloß nichts Künstliches, dann kann ich nämlich gleich lüften. Das sollte schon echtes ätherisches Öl sein. Und da hat die mir gesagt, ja, wir wissen einige Marken, das kennen wir selber, dachte ich, Gott sei Dank. Nicht dachte ich, sagte ich auch. Das habe ich ein, zweimal gemacht und aber was mich gestört hat, dass die Verbreitung
in der Raumluft durch das ätherische Öl mir viel zu lange gedauert hat. Seitdem räuchere ich wieder. Und es ist mir viel zu teuer. Okay, jetzt ist es sehr spät. Ich beende das jetzt erstmal. Jetzt ist, ja, das war meine Ansage dafür, meine Erinnerung an den Internationalen Tag Multiple Chemical Sensitive, also für, ja, chemische Unverträglichkeit und Allergie. Von mir, Kristallwolf, auch chemisch hochsensibel und ja. Ich bin seit 1992 erwerbsunfähig, was sehr lange ist. Und das erste. Sie sind nicht nachweislich erwerbsunfähig. Punkt. Das ist eine Tatsache. Das sind Sie nicht, auch wenn Sie es immer wieder behaupten. Sie sind es nicht. In meinem Leben war, dass ich mich damit konfrontieren musste, das war eine Lebenskrise für mich. Und dann in mich zu gehen, okay, was ist mir in meinem Leben wichtig? Da war vorher nicht, ich bin mein Beruf, ich bin mein Kontostand. Nein, das Leben wurde von dem Umfeld davon abhängig gemacht. Um Gottes Willen, dann ist dein Leben im Arsch. Dann ist dein Leben. Okay, ne, also dieses Gesülze lasse ich jetzt mal weg. Ne, das sind dann ja die letzten 3 Minuten, weil das ist jetzt nur noch ja dummes Gelaber und dummes Gesülze. Ne, falls der liebe Herr Kristall Ober Schalalamane, ne, Kampfkunst Großmeister hier noch irgendwas irgendwann mal zu sagen hat, ne, werde ich auf jeden Fall wieder darauf reagieren. Bis dahin noch einen schönen Rest. Bis dahin noch einen schönen Restsonntag. Ne, erholt euch gut, ne, und eine schönere Arbeitswoche. Euer Streamkeks. Macht's gut. Tschüss, tschüss.